Schatz, wir müssen reden. Wieso, was gibt's denn? Es ist aus. Es liegt auch nicht an dir, es liegt an mir. Jeder von uns lügt 756 Mal am Tag. Mit unserer neuen App Insta-Like können Sie jede Lüge übersetzen. Es ist aus. Es liegt auch nicht an dir, es liegt an mir. Es liegt an dir. Du bist ständig nur am Handy. Geh weg. Ich versuche pünktlich zu sein. Es kann sein, dass es 5 Minuten später wird. Ich habe noch nicht mal eine Hose an. Ich bin frühestens in 2 Stunden da. Natürlich ist das okay, wenn du deine neue Freundin mitbringst. Bring sie mit und ich kratze der Schlampe die Augen aus. Insta-Live funktioniert sogar für ihre Gedanken. Das schreibe ich mir nicht auf. Das kann ich mir merken. Was lese ich da überhaupt? Ich habe Hunger. Kuchen, 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 Kuchen. Morgen mache ich auf jeden Fall mal wieder Sport. Und mit Sport meine ich einmal auf dem Sofa rumdrehen. Gar nichts zum Anziehen. Zumindest nichts, was gewaschen ist. Ab morgen esse ich wirklich mehr Salat. Und mit morgen meine ich nie. Hör auf, Videos von mir zu posten und fütter mich lieber. Ich hasse Menschen. Miau. Insta-Live entfernt sogar die Filter von den Profilbildern ihrer Freunde. Es funktioniert für YouTube. Ich zeige euch ja nur Produkte, die ich selbst gut finde. Gut für mein Konto. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr das auch so seht wie ich. Ich habe eure Kommentare noch nie gelesen. Kann mal irgendwer von euch da hinten die Kommentare lesen? Ich muss das Geld ausgeben gehen. Und es funktioniert sogar für die Politik. In das die Alternative für Deutschland. Mit Insta-Live wollen wir die Welt ein bisschen besser machen. Und richtig viel Kohle mit euren Lügen verdienen. Können wir denn wenigstens Freunde bleiben? Ich will ab und zu mal ficken. Hi, wir sind Kim und Robert und wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, dann lesen wir den auch wirklich. Deshalb kommt jetzt die Stelle, an der ihr uns alle einmal abonniert. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin können wir euch eines dieser beiden Videos anschauen. Das oben ist von uns selbst und das unten finden wir eigentlich ziemlich scheiße. Kleiner Spaß. Wir finden Fabian sehr lustig. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder mit einem neuen Video. Wir wünschen euch eine gute Woche.